Moin Moin, wir sind wieder zurück am Deich. Unser Projekt im Landwirtschaftssimulator 22, Butchern am Deich. Wir gehen weiter und ich bin jetzt erstmal in die Halle gegangen, um mich nochmal davon zu überzeugen, dass auch heute der Pöttinger wieder da ist oder noch da ist. Denn ich habe es ja in der letzten Folge erzählt, aus irgendeinem unerfindlichen Grund war dann das Material weg. Ihr seht, es ist eine große, große Halle hier auf Butchern, auf unserem Hof. Und da steht mal der Klaas, ein bisschen Geräte für die Wiesenbearbeitung. Und das war's dann auch schon. Ich habe in der Zwischenzeit eine Kleinigkeit gemacht. Deswegen sind wir auch ein bisschen wieder vom Geld her. Naja, es geht so. Auf jeden Fall, so wie es rein ist, ist es auch wieder raus. Denn das Geld, das ich mit Aufträgen als Lohner erarbeitet habe ich hier praktisch gleich wieder investiert, und zwar hier in unser Feld, in die Bodenbewerke. Und ihr seht es, oje, oje. Also, da müssen wir ein bisschen was tun, kein Stickstoff und auch der pH-Wert ist schlecht. Es ist mir so aufgefallen, weil ich ja, wie gesagt, Aufträge abgearbeitet habe, und dann habe ich gesehen, wie ich, das eine war ein Grasauftrag, und zwar hier auf der 2, und als ich die Ballen hier weggebracht habe, habe ich gesehen, dass wir Negativwerte erhalten haben, also uns wurde Geld abgezogen, und das lag daran, weil wir unter dem Umwelt, unter dem Umweltbewertung 50 waren. Wir waren nämlich irgendwie, glaube ich, bei 42 oder irgend sowas, und hat er uns dann tatsächlich 2% abgezogen. Jetzt im Moment sind wir bei 51, nachdem ich eben jetzt dieses Feld hier für knapp 8000 Euro habe testen lassen, denn jetzt natürlich die Gerätschaften dafür zu kaufen, für die Bodenbewertung und so weiter. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht, weil das kostet deutlich mehr. Und ihr seht es, natürlich muss da ein bisschen was gemacht werden. Aber wir sind jetzt auf dem Wert 51 zumindest, und das beeinflusst den Verkaufspreis nicht mehr. Also wir kriegen weder was abgezogen, noch kriegen wir was dazu. Ich hoffe, wir kriegen aber jetzt gleich was dazu, nämlich bei diesem Ernteauftrag. Und da habe ich mir gedacht, wir machen den noch, dann sind wir eigentlich für diesen Tag mehr oder weniger schon durch, und wir sollen Weizen auf Feld Nummer 6 ernten. Ja, jetzt hätte ich auch gleich gucken können. Feld Nummer 6 ist ja gleich ganz in der Nähe. Hier ist der Händler, und da springen wir jetzt einfach mal hin. Zack. Achso, klar, ich muss oben jetzt auswählen. Und da sind wir mit einem Drescher von Case und einem JCB als Abfahrer. So, jetzt bin ich am Überlegen. Müssen wir da überhaupt das Ding hier auf... Was haben wir denn hier für eine Arbeitsbreite? Kommen wir hier raus? Ich denke, wir kommen hier raus. Lasst mich doch mal ganz kurz, wenn wir schon hier sind... Nee, wartet, Augenblick. Warte. Wir machen doch schnell mal ein Thumbnail. Wenn wir schon hier sind, wenn wir schon so jung kommen wir hier nicht mehr her. Okay, dann hätten wir das nämlich. Und jetzt schauen wir mal auf die Karte. Ja, wie kommen wir zu diesem Feld? Ich würde eigentlich ungern jetzt durchs ganze Dorf laufen oder fahren, aber hier kommen wir nicht rüber, ne? Nee, da kommen wir nicht durch. Da müssten wir dann komplett außen rum oder hier übers Feld fahren. Ja, da ist natürlich zu, da ist ein Zaun. Wir müssen uns erst ein bisschen orientieren hier auf der neuen Map vom guten Kalle. Da geht's rein zur... Ja, genau, aber da haben wir keine Durchfahrtmöglichkeit. Und das ist das Feld, was geerntet werden muss. Ja, es hilft nichts, wir werden außen rumfahren. Kommen wir hier über den Zaun? Gibt es da irgendwie eine Türe oder irgendwas? Nee, da kommen wir nicht über den Zaun, ne? Witzig. Ja. So. Ja, dann laufen wir hier doch einfach mal ein bisschen durchs Dorf. Jupp. So, was ist das? Ah, die Kirche. Sehr schön. Schwupp. Ja, klar. Ne. So, ein bisschen hier durch die Pampa. Und da kommen wir auch nicht rum. Also gut, dann müssen wir hier rum. Es hilft nichts. Aber ich denke, wir werden keinen Schneidwerkwagen brauchen. Wir werden einfach vorsichtig sein. Doch, wir werden einen Schneidwerkwagen brauchen. Es hilft nichts. Doch. Okay, volles Programm, Freunde. Erstmal, ja, da kommen wir gerade so ran. Erstmal mit dem JCB den Wagen ordentlich hinstellen. Genau. Okay.
dann in den Case. Ja, schauen wir mal, ob das geht. Ja, wir haben halt hinten das Rohr. Gut. Ja, ist doch ein bisschen breiter, als ich dachte. Nee, nee, da müssen wir schon mit Wagen fahren. Sehr schön. Wir machen die Rundumkennleuchte an. Und fahren hier raus und schon würden wir beinahe hängen bleiben. Ja, das Ding hat... Ja, 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 das hat schon eine gewisse Breite. Okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, oh, der hat schon einen ganz schönen Wendekreis. Gut, dann fahren wir mal hier durchs Dorf. Es wurde extra für uns abgesperrt, damit wir hier dann auch mit den landwirtschaftlichen Geräten einmal durchs Dorf fahren können. Und dann werden wir hier mal zum ersten Mal auf dieser Map ernten. Ja, leider werden wir aber das Stroh, das können wir leider nicht benutzen, das können wir leider nicht abgreifen. So, ja, wie machen wir das jetzt? Wir stellen uns vor unseren Stall. Ich muss mal gucken, wie der eigentlich heißt. Ich sag, ich nenne den einfach Elbtunnel, ne? Es ist ja irgendwie ein Tunnel. Gewölbter Kuhstall. Für mich ist es der Elbtunnel. So, ja. Butchern, sehr schön. Oh, Allradlenkung, da muss man ein bisschen aufpassen, nicht so wild einschlagen. Können wir natürlich umschalten. Ja, ja. Gut. Ja, ich denke, so können wir ihn stehen lassen. Wunderbärchenklärchen. Also, auf geht's. Der Case läuft warm. Ja, oh, das wird doch knapp. Ja, dann machen wir das ganz anders. Furchtbar. So, dann machen wir das ganz anders. Ja, da würden wir nämlich auf jeden Fall hinten mit dem Rohr hängen bleiben. Der klappt das Rohr nicht ein, so war das. Stimmt, es gab glaube ich auch einen Case oder... Ja, es gab auch welche, die haben dann eingeklappt das Rohr. So, wir fahren einfach einmal kurz vor. Dann soll er sich das Schneidwerk schnappen. Ja, jetzt hätte man natürlich auch noch ein kleines Stück mehr vorfahren können, ne? Eieieiei. So. Und was haben wir jetzt für ein Problem? Jetzt hängen wir irgendwo. Oh, nee. Ja, jetzt. Okay. So, dann wieder einmal hier raus. Zum JCB. Und dann hier einfach am Straßenrand abgestellt. Denn wir werden ja schließlich das ganz gemietete Zeug ja wieder zurückgeben. So, jetzt geht's los. Also, einmal aufklappen, bitte. Ja. Dann müssen wir hier erstmal am Ortsschild vorbei. So, dann würde ich doch sagen, dann machen wir hier einfach genau hier das Vorgewende. Kurz rückwärts und los geht's. Und dann werden wir hier für die Kollegen in Butchern als Lohndienstleister hoffentlich ein paar Euro verdienen. Und dann schauen wir mal, wie viel von dem Getreide dann für uns abfällt. Aber wie gesagt, leider ohne irgendwelche Boni. Tja, das ist halt schon eine ganz andere Aussicht hier.
kaum Berge. Ein bisschen da hinten sind ein paar Erhöhungen. Aber ist natürlich schon ein bisschen was anderes als unser Alpenprojekt. So. 12%, das geht eigentlich. Tempomat rein und dann fahren wir hier mal ein bisschen am Feldrand entlang. Ich denke, das sollte so passen. Wir schauen links unten auf den Kompass. Ja, das mal so ungefähr 90 Grad, ne? Dann sind wir ungefähr wieder auf der Spur. Da vorne steht der Mais. Ja, Thema ist natürlich immer für uns Consolieros. Wie sieht es denn aus mit der Helferunterstützung? Und ich habe ja zwei Aufträge. Das eine war ein Düngeauftrag, das andere war eben ein Gras, Ballenpressen und so weiter. Und da habe ich natürlich dann auch ein bisschen mal ausgetestet, wie es mit der Wegfindung aussieht, wenn man hier die Helfer durch die Gegend fahren lässt. Und das sah gar nicht mal so schlecht aus. Und ich denke mal, dass der Kalle hier ordentliche Wege eingefahren hat, sodass es für uns mit den Helfern doch einigermaßen funktioniert, was natürlich ja jetzt nicht so gut funktioniert. Aber ich überlege gerade mal. Doch, der Johnny, der ist doch bis auf den Hof zurückgefahren. Ja, doch, das hat, glaube ich, geklappt. Nee, das war nicht der Hof, das war zum Händler. Der ist zum Händler gefahren, hat auf jeden Fall den Weg gefunden auf den Vorplatz vom Händler. Das hat soweit gut funktioniert. Ist auch sofort auf der Straße gefahren. Also, wir werden das hier ein bisschen antesten, weil natürlich klar, für uns ist das immer so eine Sache für die Xbox und für die PlayStation-Spieler, dass wir natürlich dann halt auf die Ingame-Helfer angewiesen sind. Und dann freuen wir uns natürlich immer, wenn die Wegfindung einigermaßen gut funktioniert. Das war so ein bisschen auch der Grund, warum ich ja die Neubattlesagen nicht mehr weitergespielt habe, weil wir dann auch irgendwo zu einem Step kamen, wo man einfach ein bisschen, was Abfahrer und ähnliches anging, den Helfer benötigt hatte. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Kreuzung auf Neubattlesagen und da liegen am Rand kleine Felsen. Und aus irgendeinem Grund wurde immer ein bisschen zu spät eingeschlagen und ruckzuck bleiben die Helfer dann immer irgendwo halt am Weg hängen. Ja, ist halt so ein Punkt, wo man sagt, das ist für uns halt dann doch auch ein bisschen wichtig für eine Map, ob eben das funktioniert oder nicht so gut funktioniert. Aber hier bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir also auch hier zukünftig immer ganz gut auch mit Helfern arbeiten können. Zum Beispiel beim Abfahren, beim Häckseln oder wie wir es ja auch schon mal gemacht haben, auf der neuen Mini-Brunnen, wo wir ja, glaube ich, Kartoffeln, ich war der Meinung, es waren Kartoffeln oder Zuckerrüben, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall waren wir da mit der großen Maschine unterwegs und mit zwei Abfahrern und das hat wirklich ganz, ganz gut funktioniert. Ja, und dann macht das natürlich auch wunderbar Spaß, auf so einer Map dann eben auch größere Projekte abzuarbeiten oder wie eben gesagt, solche Kartoffel- oder Zuckerrübenprojekte, wo wir ja alle wissen, dass da gerade bei den Zuckerrüben ja ruckzuck das Material ja anfällt und man im Prinzip immer beim einmal abtanken unterwegs ist zum Abfahren, zum Silo und das ist dann schon, ja, Aufwand. Wir holen unseren Anhänger. Was haben wir denn da? War ein schönes Stück. Was haben wir denn da? Digitalisierung, Bodenschonung. Ah, Michelin, Produktivität. Was ist denn das? Ein Krampe, natürlich ein Krampe. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo wir das eigentlich hinbringen müssen, das Material. Aber das können wir nachholen. So, Augenblick, Augenblick. Warte, warte, warte. Aufträge. Aufträge hier. Wir bringen es zum Großhandel. Der Großhandel. Ja, ich weiß. Da war ich nämlich auch und habe das andere Zeug hingebracht. Ja, das ist spannend. Ich glaube, Großhandel, Bio. Bio? Augenblick mal. Ach so. Ja, hier. Hier ist der Großhandel. Ist klar. Nee, klar. BGA. Eieieiei. Obwohl die Map nicht groß ist. Bin ich dann doch ein bisschen zu früh eingeschlagen. Okay, weiter geht's. Wir müssen aufs Feld. Mit dem JCB. Ja, so müssen wir schauen, dass wir ein bisschen an Geld kommen.
Denn das nächste, was wir mit Sicherheit bräuchten, wäre ein Düngestreuer. Und der wird uns auf jeden Fall auch um die 20.000, 25.000 kosten. Ansonsten sind wir eigentlich auch schon für diesen Monat durch. Denn wir müssen einfach mal schauen, wie sich das hier entwickelt. Hier mit den Kühen zum Beispiel. 3 Stück sind hier drin. Okay, wir sind jetzt bei 20% Gesundheit. Stroh und Gülle. Also hier kommt schon mal ein bisschen Gülle. Ansonsten sind die Tiere zu jung, um wirklich dann Milch zu liefern. Okay, warum haben wir da jetzt wieder was stehen lassen? Sind wir Scheps gefahren, ne? Heidenei. So, 80%. Das heißt, wir können hier schon mal abtanken. Wir können schon mal abtanken hier am Ende. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Nee, ansonsten ist es einfach so, wir sind jetzt im Prinzip, wir haben keine Aufträge, die Tiere sind soweit versorgt. Wir schauen noch mal kurz rein. Die Tiere sind soweit versorgt. Das sind die 3 hier im Elbtunnel. Dann haben wir unsere Hühner. Und wie gesagt, wenn da ein bisschen was abfällt hier an dem Getreide, dann werden wir das da einwerfen. Denn was verfüttert ist, ist verfüttert. Haben wir ein relativ großes Silo auch. Und dann natürlich unsere 10 Kühe, die bereits Milch liefern, die ja auch schon 18 Monate alt sind. Die produzieren schon ein bisschen Milch. Aber das wird noch lange, lange, lange dauern, bis wir da auch in den Bereichen sind, dass wir dann auch was verkaufen können. Ja, also wie gesagt, wir werden jetzt hier diesen Ernteauftrag abschließen und dann, denke ich, werden wir relativ zügig in den nächsten Monat gehen, in den September. Und jetzt muss ich noch mal gucken in den Kalender. Hier müssen wir rein. Und zwar Gras. Gras können wir das ganze Jahr über ernten. Die Frage ist, wie lange es wächst. Okay. Es ist sozusagen jetzt im Wachstum. September wäre es noch im Wachstum. Und ich gehe fast davon aus, Oktober oder November. November können wir mit Sicherheit, denke ich, nochmal einen Schnitt machen. Okay, ansonsten wird da nicht allzu viel passieren. Wir werden noch ein paar Aufträge abarbeiten. Und wir werden natürlich hier noch schnell ein Thumbnail machen. Kann nicht schaden, ne? Und wir werden natürlich noch ein bisschen unsere Tiere füttern und gucken, was es für Aufträge noch gibt in den nächsten Monaten. Aber für unser Projekt oder für unseren Hof wird es nicht allzu viel zu tun geben im Moment. Nichtsdestoweniger freue ich mich unheimlich hier auf diese Map. Das macht mir richtig Spaß. Vor allen Dingen, weil wir halt einfach hier ein bisschen mal was anderes machen, nämlich in einer anderen, ich sage mal, Gehaltsklasse auch einsteigen. Ein bisschen herausfordernder als auf den anderen Maps. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage wie immer an der Stelle tschüss, tschau, tschau, bis zum nächsten Mal hier auf Butschern in unserem Deichprojekt.